Liebe Freunde von Modellpilot.eu, heute zum erweiterten Bericht von Thermik in der Natur erkennen. Wie ihr seht, hängt der Windsack gerade aus dieser Windrichtung. Und wir haben heute 2/8 Bewölkung. Wir merken uns mal den Windsack, die Windrichtung. Wir machen mal einen Schwenk. Und wenn man jetzt das Flimmern sieht, der Luft, machen wir mal einen Spaziergang. Wo ist hier der Ort mit der höchsten Temperatur? Und wenn wir diesen geistigen Spaziergang machen, werden wir merken, wo die Ablösepunkte der Thermik sein können. Wir haben heute Morgen minus 9 Grad am Boden gehabt und in 2 Meter Höhe 2 Grad minus. Jetzt haben wir 14 Grad plus, mit Tendenz steigend. Diese Daten habe ich hier von unserem Hausmeteorologen bekommen, der hier im Bärenklau wohnt und auch hier diesen Platz hat. Und das ist einer der schönen Tage im Jahr, die wir nutzen wollen. Ich wundere mich, dass am Samstag hier noch keiner draußen ist. So, es hat die Windrichtung gedreht. Seht ihr, fast 80 Grad, 90 Grad, es ist weniger Wind geworden. Und es ist ein Zeichen, dass es Thermik ist. Seht ihr, es ist ja fast schlaff. Und jetzt ist die Thermik eigentlich über uns. Wir merken auch, es wird hier wesentlich windstiller. Und wenn wir dann den Blick nach oben richten, so ist es absolute Windstille. Wir wissen ja aus den anderen Referaten, immer da, wo der Windsack hin zeigt, ist auch die Thermik. Ja? Also jetzt haben wir das Zentrum bei uns, absolute Windstille. Jetzt gucken wir mal, wir haben wenig Blätter. Aber da hinten in der Birke, die bewegt sich. Die Birke bewegt sich auch. Jetzt setzt sich hier der Wind wieder durch und zeigt in diese Richtung. Also geht der Bart in diese Richtung hoch. Dort flimmern die Felder. So, seht ihr, jetzt ist der Wind zack, wieder aufgeblasen. Also tolle Tendenzen heute zu erkennen, wo, auch an welcher Stelle der Thermikschlauch jetzt losgeht. So, jetzt setzt sich der Wind weiter durch. Er zeigt in diese Richtung. Also, der Bart geht irgendwo in dieser Richtung los. Ja, das ist jetzt alles Theorie am Boden. Und ich will euch das auch gerne dann gleich in der Luft zeigen. Ich hoffe, dass noch einer die Kamera hält, sodass man dann nochmal das Zentrieren zeigen kann.